Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Ja, das Video gestern kam auf jeden Fall ganz gut bei euch an. Auf jeden Fall hat es eine lange Wiedergabezeit, was mich wirklich riesig freut, auch wenn es vielleicht nicht ganz viele Klicks hat. Darum geht es aber auch gar nicht. Freut mich aber, dass es anscheinend wirklich gefallen hat, dass es wirklich lange angeguckt hat. Also das freut mich einfach extrem zu sehen. Und heute im Item-Shop haben wir noch zwar den großen Maul-Skin. Ziemlich strange aussieht, weil hier einfach der Mund, die Jacke geht, hatte ich hier auch noch irgendwie so einen giftigen Frosch einfach dran, hinten auch noch drei Frösche als Backpack. Also der Skin sieht wirklich ziemlich strange aus, auch mit dieser, ne? Schon etwas sehr, sehr Besonderes. Dazu gibt es die Knorscher Spitzhacken, hoch unten einfach eine dran ist, die verschiedene Lackierung, die hier ist so ganz leicht, bewegt sich was, aber nicht. Auf jeden Fall ein Stranger Set. Dann haben wir den Skin. Heiß. Netzfester, der reaktiv. Augenleuchte mit der Seite. Dann der Weber. Und als nächstes ganzen Skins ein. Man kann hier nur die wechseln. Und nicht wie bei den anderen Fußballskins auch noch die einzelnen Länder. Hier bei den. Hier konnte man ja auch noch sagen: Spanien spielt. Frankreich oder was auch immer. Und das kann man jemand hier nicht machen. Dafür haben die natürlich ein bisschen besseres Aussehen. Eben halt einfach im von Halloween gehalten. Noch vier männliche Varianten. Haben wir noch den Skin, hat einmal eine Variante mit Halloween Maske, also mit Downs Maske im Prinzip. Ganz nice aus, hinten etwas als Sack aus Ballons. Dann haben wir noch Baltrix. Passen einfach zu den Fußballskins. Dann der Scorpion Skin. Verweckt. Auch schon lange nicht mehr im Shop drin. Dann haben wir als nächstes eine neue Lackierung und zwar Netz der. Und hier bewegt sich immer so ein Spinnennetz. So ein Leuchtstrahl, der dann Spinne zeigt. Sieht ganz nice aus. Hat eine leichte Animation. Also jetzt einfach Untergrund so leicht schwarz mit leichten Konturen und orangene Kaste, sieht nice aus. Auf jeden Fall kaufen und dann noch Luft. Das war's jetzt mit dem heutigen Shop. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.